New York, Musik und ein junges Liebespaar im Sommer. So, da wären wir. Hoffentlich gefällt's euch. So beginnt Kenneth Song's Save Your Life, die neue romantische Komödie von Once-Regisseur John Carney mit Maroon 5-Star Adam Levine, Mark Ruffalo und Keira Knightley in den Hauptrollen. Das ist unfassbar, ihr seid voll die Rockstars. Bist du nicht Dave Cole? Könntest du dein Foto von uns machen? Stoffe wie diesen findet man selten so voller Hoffnung. Außerdem bin ich in fast all meinen Filmen der letzten 5 Jahre gestorben. Ich wollte endlich wieder in einem Film mitspielen, in dem ich nicht total verzweifelt bin oder sterbe. Die Geschichte handelt von einem Mädchen und ihrem Freund, die zusammen nach New York kommen, um ein Album aufzunehmen. Sie sind ein junges Songwriter-Paar. Die Karriere des jungen Mannes explodiert. Dave wird berühmt und lässt seine Freundin im Prinzip zurück. Was meine Figur Dave betrifft, so hat er mit seinem plötzlichen Ruhm zu kämpfen. Und er ist nicht in der Lage, die Karriere mit der Beziehung zu Greta zu vereinen. Die beginnt offensichtlich darunter zu leiden. Mit wem war ich die letzten 5 Jahre zusammen? Mit einem Rockstar. Wer ist sie? Du kannst verdammt gut Gedanken lesen. In ihrer Verzweiflung landet sie schließlich singend in einem kleinen Nachtclub. Das ist ein neuer Song für alle, die sich schon mal einsam gefühlt haben. So you find yourself at the subway. Und dort trifft sie auf mich, den ehemaligen Produzenten eines kleinen Indie-Labels. Er pfeift aus dem letzten Loch. Ich habe mich volllaufen lassen, wollte mich vor die U-Bahn werfen, um mich umzubringen, und dann habe ich deinen Song gehört. Dan und Greta finden durch einen besonderen Moment in einer Bar, durch einen Song, wieder zu einem neuen Sinn in ihrem Leben. Ich will Platten mit dir machen. Du kannst mich nicht unter Vertrag nehmen und ich will auch gar keinen Vertrag. Du müsstest das Bier zahlen. So, dann lasst mal hören, was ihr da drauf habt. Zeiten ändern sich, wir müssen uns anpassen. Raus aus meinem Auto. Du musst gehen. Ich hol meine Klientenliste. Wir sind hier nicht bei Jerry Maguire. Meine Kunst nehme ich mit. Zwischen ihnen beginnt diese ungleiche Partnerschaft. Das Ziel ist ihr eigenes Album. Lass uns ein Album aufnehmen, überall in ganz New York. Unter einer Brücke? Chinatown. Auf Ruderbooten im Central Park? Wir nehmen alles auf, egal was passiert. Und wenn sie uns verhaften? Wird weitergemacht. In Dans Leben und Karriere kommt durch Greta neuer Schwung. Die junge Sängerin und Songwriterin entwickelt sich im Verlauf des Films von meiner Freundin zur Ex-Freundin. Dein Freund hat einen Musikpreis gewonnen. Wir müssen das irgendwie zusammen durchstehen. Es hat sich alles verändert. Schöner Bart, du Loser. Der Film handelt von Freundschaft, mehr als von allem anderen. Das liebe ich so an Musik. Die banalsten Szenen kriegen auf einmal so viel Bedeutung. Ich denke, er besitzt etwas Hoffnungsvolles, nach dem Motto, wer weiß schon, was passieren wird, aber man muss es auf einen Versuch ankommen lassen. Und das mag ich wirklich sehr. Jetzt schwing deinen süßen Hintern endlich mal schon. Sie ist Engländerin, die sind verkrampft. Keira Knightley und Mark Ruffalo im Feel-Good-Movie des Jahres. Kenneth Song, Save Your Life. Ab 28. August im Kino.